Da jetzt bin ich hier seit anderthalb Stunden hier oben und mache mir auch höre den Leuten zu, mache mir aber auch meine eigenen Gedanken. Was mir zwischendurch in den Sinn kam, ist ein Vorwort, was der österreich-ungarische Autor Ödin von Horváth. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was der nette Herr zu mir meinte. Ich soll mich wohl bewegen. Das geht leider nicht so gut. Ich habe vor 2 Monaten einen Mittelfußanbruch erlitten bei der Arbeit. Und ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt schon so hier stehen kann, wie ich hier gerade stehe. Kommen wir zu dem, was ich sagen wollte. Ein Schriftsteller, der auch in den 20er Jahren hier in Berlin-Schöneberg gelebt hat, Ödin von Horváth, der österreich-ungarische Autor, hat ein Vorwort einem seiner Stücke vorangestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Glaube, Liebe, Hoffnung oder Geschichten aus dem Wienerwald war, aber es besagt, denn nichts ist so unendlich als wie die Dummheit. Und das, was ich da sehe, dieses Gebäude, übertrage ich dann als ein Denkmal für die Dummheit. Und das brauchen wir nicht, weil die Dummheit ist eh unendlich. Ich bin aber dafür, dass diese Mauer stehen bleibt. Ich bin dafür, dass diese Mauer stehen bleibt, weil sie an das erinnert, was positiv ist für die deutsche Geschichte, nämlich, dass die Mauer überwunden wurde. Und die soll so stehen bleiben, damit ich auch hier mit meiner kleinen Tochter, die dieses Jahr geboren wurde, in 25 Jahren hoffentlich noch vorbeilaufen kann. So viel von meiner Seite. Erstmal DJ Blume. Wer noch was sagen möchte, kommt zu mir.